sonst nichts. Die Werte der Weichlinger Marco 95,00 Meter, 95,00 Meter. Die Breite der Neubauer Peter 117,74 Meter. 117,74 Meter. Die Weite der Weichlinger Marco 97,16 Meter. Am Startplatz Nummer 1, Neubau. Jawohl, Peter. Die Weite für Neubauer Peter 123,46 Meter. 123,46 Meter. Versuch von Stefan. Er hat 75 Meter steil. Ja, das ist zum Lachen. Hier und alles zum Lachen. 75,38 Meter, das war wenn ich zähle. Wieder kein schlechter Versuch, muss ich sagen. Der Philipp hat
92,82 Meter. Hat sie wieder gesteigert, 97,12 Meter. 97,12 Meter. Ein sehr guter Versuch, leider am Anfang ein bisschen unruhig. Der Philipp hat 5,34 Meter. War kein schlechter Versuch, ein bisschen weit rechts vielleicht. Super, passt. Nächste bitte eine, passt schon. Die erste werden. 90,40 Meter, 95,40 Meter. Ja, Peter hat jetzt schon einmal eine Duftmarke gesetzt, muss man sagen. Da kann man ruhig ein bisschen applaudieren, der war nicht so schlecht, der Versuch. Ja, der war schon gut, 116,87 Meter, 116,87 Meter. Für ja, das war ebenfalls ein sehr guter Versuch von Sebastian. Es gibt sicher auch. Jawohl. Die zwei kämpfen ja verbittert, der Neubauer Peter und der Sebastian. Einmal ist der vorne, einmal der, so soll es auch sein. Ja, das ist eine anständige Weite, 123,27 Meter, 123,27 Meter. Wieder ein guter Versuch von Marco. Es reicht 106,05 Meter, 106,05 Meter für einen Marco Weichinger. Das war jetzt der Krochen, glaube ich. Schaut nicht schlecht aus, muss ich sagen. Der Peter hat sich gesteigert, 118,82 Meter, 118,2. Wieder ein perfekter Versuch von Sebastian. Was sagt er selber? Noch gar nichts. Noch gar nichts. 128,87 Meter. 128,87 Meter für Sebastian Sommer. Thank you.
Die Weite der Sandel Philipp 83,95 Meter. Die Weite für Neubauer Peter 95,02 Meter, 95,02 Meter. Die Weite für Los Maximilian 101,95 Meter. 101,95 Meter. Die Weite für Spendl Julian 104,89 Meter. 104,89 Meter. Die Weite für Tiber Fabian 100,74 Meter. 100,74 Meter. Die Weite für Haberer Bernhard 97,19 Meter. 97,19 Meter. Ja, das sieht gut aus.
Oh, der ist gut. Super. Der war stark. Momentane Bestzeit der Taylor Fabian, 109,09 Meter. 109,09 Meter. War kein optimaler Versuch, er verzichtet auch. Nicht passt. Emilian los. Nächster Starter ist der Peter Neub. Wieder rechts, ist nicht ganz fertig mit der Bewegung. Da geht es ein bisschen zager. Das ist also ein vierter Bewerb. Die Weite für den Peter 101,02 Meter. 101,02 Meter. Das war schon wieder ein sehr guter Versuch von Fabian. Jawohl. Ich glaube, du bist nicht mehr so gut. Sebastian Wasser, das war jetzt ein optimaler. Das ist ein guter Versuch, aber auch ein optimaler Versuch. Die Weite für den Sebastian 104,90 Meter, 104,90 Meter. Das war guter Versuch von Bernhard. In der Richtung Schotten. 112,11 Meter. 112,11. Da war schon ein guter Versuch von Julian. Der geht schon rein in Schotten unter der Brücke. Schauen wir mal. 50 Meter. 115,84 Meter die Weite für ihn. Sehr schön. Ja, was soll man dazu sagen zu dem Kerl? Jawohl. Super! Ja, sehr schön. Der mischt auch in der Klasse, glaube ich, 117,93 Super. Meter.
Ja, das war ein guter Versuch von Julian. Richtung Passat, geht in Schotten rein, nicht raus. Geht schon wieder fast raus, ju! Ja, das ist eine neue Tageshöchstweite, 123,05 Meter. 123,05 Meter für einen...